Grüß euch, hey, Weihnachten steht kurz vor der Tür und jeder hat irgendwie so seinen Lieblingsweihnachtsvers, der ihm irgendwie besonders taugt oder wahrscheinlich ein paar Lieblingsverse. Und einer von meinen Lieblingsversen ist in Jesaja 9, Vers 5. Da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und das ist einfach so cool, mir taugt dieser Vers eigentlich so, weil es so diesen Namen Gottes beschreibt, warum Jesus gekommen ist. Und diese Aussage, wunderbarer Ratgeber, mir steht da in der Fußnote, Planer des Wunders. Das bedeutet, wunderbarer Ratgeber bedeutet, er plant Wunder. Und es gibt so Postkarten, die haben wir mal verschenkt, da steht drauf, sei realistisch und plane ein Wunder. Und diese Aussage finde ich total cool. Hey, sei realistisch und plane ein Wunder, ganz besonders in der Weihnachtszeit. Wenn du ein Wunder brauchst, Gott ist noch immer derjenige, der Wunder plant und der Wunder vollbringt. Schau dir diese Weihnachtsgeschichte an. Ja, es ist von Anfang bis zum Ende durchdrungen von übernatürlichen Wundern Gottes, von übernatürlichen Wirken Gottes. Und ich bin mir sicher, dass er auch ein Wunder für dich bereitet hat. Egal, was du brauchst, er ist derjenige, der Wunder wirkt. Und ich würde ermutigen, Gott wirklich auch als diesen Wunderwirker persönlich anzurufen in dieser Zeit, wo du Wunder brauchst. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Also egal, was du brauchst, wenn du ein Wunder brauchst, Gott ist ein Wunderwirker. Ganz besonders zu dieser Zeit. Gottes Segen. Ciao.